Der Basiswert ist das wichtigste Ausstattungsmerkmal eines Zertifikats und macht das Produkt erst zu dem, was es ist. Denn der Wert eines Zertifikats wird wesentlich durch den Wert des Basiswerts bestimmt. Der Deutsche Derivateverband stellt unter anderem Informationen zu Basiswerten selbst, aber auch zu Zertifikaten mit diesem Basiswert zur Verfügung. Und der Basiswert des Monats November ist der S&P 500. Hier die wichtigsten Daten und Fakten zum Stichtag 1. November 2012. Einer der beliebtesten Aktienindizes ist der Standard & Poor's 500, kurz S&P 500. Er enthält die 500 größten börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen und repräsentiert damit rund 75% der entsprechenden Börsenkapitalisierung. Von diesen Unternehmen erzielte 2011 Walmart den größten operativen Umsatz mit gut 123 Milliarden Euro. Die höchste Marktkapitalisierung hat ExxonMobil mit mehr als 406 Milliarden Euro. Die höchste Dividendenrendite bescherte den Anlegern Frontier Communications mit 14,56%. Seit 1950 hatte der S&P 500 sein Allzeithoch am 9. Oktober 2007 bei 1.565 Punkten, während sein tiefster Stand am 3. Januar 1950 bei 16,66 Punkten lag. Den größten Anstieg auf Tagesbasis konnte der Index am 13. Oktober 2008 mit 11,58% verbuchen. Der größte Verlust in Höhe von 20,47% trat am 19. Oktober 1987 ein. Derzeit können Privatanleger aus mehr als 10.000 strukturierten Produkten mit dem Basiswert S&P 500 die für sie passenden Anlagen auswählen. Je nach Markt- und Renditeerwartung sowie Risikoneigung stehen hierfür etwa 3.500 Anlageprodukte und 6.500 Hebelprodukte zur Verfügung. Damit ist der S&P 500 bei den Zertifikateanlegern in Deutschland ein sehr beliebter Basiswert. Bei diesen Informationen handelt es sich weder um eine Empfehlung noch um eine Meinung des DDV, welcher Basiswert sich besonders gut entwickeln könnte. Es geht lediglich um ganz allgemeine Informationen zu einem bestimmten Basiswert, der in Deutschland unter den Käufern von Zertifikaten beliebt ist.